Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge My Time at Porsche. Ein neuer Tag ist angebrochen. Unsere Forschungsergebnisse müssten da sein. Yep. Kochset. Okay. Das heißt für uns erstmal, dass wir uns die Glasscheiben abholen. Auftanken. Unser Inventar ist voll. Dann werden wir erstmal Folgendes machen. Glasscheiben einbauen. So. Auftanken. Dann machen wir hier... keine Ahnung was. Machen wir einfach nochmal Glas. 10 Stück. So, und hier machen wir Steinziegel. Ebenfalls 10 Stück. So, was habe ich jetzt gemacht? Bronzebahn? Bronzebahn, 6 Stück. Ist auch okay. Ist auch okay. So, wir haben eine Waschmaschine. Maximal Ausdauer plus 7. Ein Metalleimer zur Wasseraufbewahrung. Haben wir erstmal 9 Eisenbahnen. Okay. Gut, wir brauchen auf jeden Fall erstmal Platz. Das heißt für uns, wir gehen erstmal in unser Haus und platzieren da unsere neue Waschmaschine. Bam. Cool. So. Das waren alles Fragmente nur. Ja. Außer das. Die Fragmente, für die habe ich noch eine Kiste draußen zum Glück. Und wir müssen dann direkt zum Forschungslabor. Das war doch ein Fragment, ja. Das und das. Und das. Und das, so. Dann haben wir hier irgendwo eine Kiste mit unseren Mats von der Mine. Sowas und sowas zum Beispiel. Dann unsere Erze und Steine und Sand und Erde und sowas. Also was ist das eigentlich? Oh, keine Ahnung. So, das sieht ja schon mal wieder ein bisschen besser aus. Das Zeug hier ist auch fertig. Haben wir jetzt auch schon jede Menge. Sehr gut. So. 10 Eisenbahnen. Ja, damit. So, und jetzt bauen wir uns erstmal ein neues Schwertchen. Nein, wir brauchen noch einen Eisenbahn. Oh Gott, okay. Das muss kurz warten. Halt, jetzt hätte ich fast was vergessen. Das Töff-Töff kommt mit. So. Weil das gibt jetzt erstmal Kohle und damit kaufen wir uns erstmal ein neues Teil. Finished another one already and it's still such high quality. Jawohl, so. Einer wäre noch offen, ein Töff-Töff. Es gibt halt viel Kohle und viel EP und viel Ruf. So, was haben wir hier?
5 Kupferrohre. Nee, Kupfer ist gerade knapp. 18 Faserstoff ist auch so. Dürfte auf Haltestelle. Okay. Gehen wir mal zur Forschungszentrale. Geben da eine neue Forschung in Arbeit. So. Petra. Forschung. Hi. Did you discover something new? 5 Datendisks. Gehen wir 5 oder 10? Gehen wir 5. Data corruption on these. Passt so. Das ist schon mal nice. Wir kaufen uns jetzt auf jeden Fall mal ein Rüstungsteil, ein neues. Langsam wird's Zeit dafür. So. Wir haben 2000. Wir kaufen uns das Ding. Und gut ist. So. Damit haben wir unser erstes offizielles Rüstungsteil. Ah. Ist tatsächlich ein Rock. Okay. Egal. Und der Dude hier wollte uns die Haare schneiden. Gratis. Machen wir das auch mal. Reden wir mal mit ihm. Jo. So, wo muss ich hin, damit du mir die Haare schneidest? Wahrscheinlich auf einen Stuhl. So. Ah, wir können auch das Gesicht ändern. Nehmen wir mal eine neue Frisur. Ah, ist ein bisschen zu krass, glaube ich. Da die Zöpfchen. Keine Ahnung, nee. Ah, das ist doch schick. Das Ganze in Blau diesmal. Ah, die Haarlänge kann man auch ändern. Ja, komm, bestätigen. So, neue Frisur, alles fit. Wiederschauen. Hat mich gefreut. So, jetzt gehen wir erstmal zurück. Und bauen uns unser schickes neues Eisenschwert. Der Eisenbahn müsste oder sollte zumindest schon bereit sein. Gibt es eigentlich die Quest jetzt noch mit dem Eimer? Nee. Das sind die drei Stationen, die wir bauen müssen. Gut, dann schauen wir uns mal die Töff-Töff-Stationen an. Kleiner Silikonchip. Ich habe keine Ahnung, wo man das herbekommt. Wir haben nur normale Chips. So, die Töff-Töff-Haltestellen. Bronze Rohre, Bronze Platten und Hartholz. Okay. Das heißt für uns, dass wir auf jeden Fall nochmal in die ersten Ruinen rein müssen. So, und wir haben ein neues Schwert. Das hier wandert mehr oder weniger auf den Müll. Yeah. Okay, das ist schon mal nice.
So, wir werden uns jetzt die erste Ruine resetten. Denn wir müssen farmen gehen. Ja. Ja, von mir aus, let's go. So. Und wir buddeln direkt hier in dieses große Loch hinein. Brauche jede Menge Kupfer und Zinn. Das ist leider nun mal so. Weil wir müssen wieder Bronzebarren machen. Das finde ich ein bisschen unbalanced irgendwie, dass die Materialien für die Bronzebahn doch so teuer sind. Man verbringt so viel Zeit in der Mine. Noch ein bisschen Zeugs eingesackt. Aber was soll's? Ne? So, einmal wieder da hoch. Ja, komm, beruhig dich. Zack. Dann buddeln wir hier nochmal rein. Bam, bada boom. So, damit haben wir jetzt schon mal einiges. Okay, von einem Loch ins andere gefallen. Macht nix. Haben wir irgendwo noch eine große Ader? Oh. Sieht ja fast nicht so aus, oder? Das ist die große, wo wir gerade dran waren. Da ist noch eine. So. Ja, mit dem Stuff eine ganze Ausdauer hier verballern, nur für Kupfer und Zinn. So kann man auch schön Punkte farmen und Discs farmen. Lalala. Aber jetzt, wo ich mir das gerade so anschaue, wir haben gerade Tag 25. Das heißt, der erste Monat in dem Spiel ist bald rum. Nicht so schlecht jetzt die Ausbeute. Hier haben wir auf jeden Fall noch mal ein schönes Vorkommen. Okay, dachte ich zumindest.
Aber hier ist direkt normaler Boden drunter. Noch eine Disk, sehr schön. Jo, 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 so. Dann begeben wir uns wieder zurück. Das war schon mal okay. Da haben wir wieder ein bisschen Material für unsere Brausebahn. So. Wir sind wieder vier Stück fertig. Ein bisschen Glas ist fertig. Ist auch okay. So. Bronzebahn. Holz nachtanken. Damit uns das über Nacht nicht ausgeht. Ja, die Eisenbahn. Kann ich hier eigentlich auch Bronze machen? Hier kann ich auch alles machen. Wir brechen mal das Eisen ab und machen Bronzebahn. Und tanken Holz nach. So. Also wir brauchen Bronzeplatte, Bronzeplatte, Bronzerohr, Hartholzdielen und Faserstoff. Das heißt, wir werden auch nachher noch ein paar Lamas quälen gehen. Aber ich sage euch was, meine Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar, ein Like oder ein Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Und ciao. Stupid seems to